Toys Go Green. Viele Wege führen zum Ziel. Dr. Harald Kepp, Narocon Innovation Consulting aus Berlin, hier bei uns. Der Chemiker Harald Kepp berät seit 1992 namhafte Unternehmen und Organisationen strategisch bei der innovativ nachhaltigen Entwicklung und praktischen Umsetzung weg von Öl hin zu Kreisläufen mit erneuerbaren Ressourcen. Wir sind sehr gespannt, was er uns hier heute mit Nachdruck zu erzählen hat. Viel Spaß beim Beitrag. Ja, hallo. Vielen Dank für die tolle Anmoderation, Jenny. Viele Wege führen zum Ziel. Das ist unsere Idee heute. Ich darf Ihnen über Trends und Ansätze im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in der Spielwarenindustrie berichten. Ich bin nicht allein. Ich habe natürlich jemanden mitgebracht und das muss auch ein Spielzeug sein, selbstverständlich. Das ist hier ein Fuchs und der hat seine Gans sehr lieb und sie nicht gegessen, sondern in seinem Bauch befinden sich biobasierte Kunststoffe, weiche Fasern, die ihn ganz kuschelig machen. Und über diese Themen werde ich Ihnen jetzt einiges weitere erklären. Ich bin schon sehr nett angesagt worden. Seit vielen Jahren arbeite ich vor allem mit Kunststoffunternehmen, großen Kunststoffherstellern, aber auch Anwendern zusammen, die sich vor allem mit Materialien auseinandersetzen. Aber das Thema geht weit. Es geht in die Politik hinein, es geht in die Kommunikation hinein. Es ist bei mir weniger technologisch als, wie gesagt, strategische Ansätze. Was können Unternehmen machen, führende Unternehmen machen, damit wir den Anforderungen der Zeit, insbesondere die die Nachhaltigkeit an uns stellt, gerecht werden können. Der Vortrag ist gegliedert. Wir schauen uns erstmal an, was das Allerwichtigste zurzeit ist. Das steht hier schon dort, die Klimakrise. Dann schauen wir uns nach Lösungen an und gucken noch mal ein bisschen, wie der Gesetzgeber und auch die Konsumenten auf diese Dinge reagieren. Und dann schauen wir uns noch an, was die Spielwarenindustrie schon getan hat oder noch tun wird. Eine Frage vorneweg an alle, die Sie vielleicht auch für sich beantworten können. Was glauben Sie denn, was ist das größte Risiko für Sie in den nächsten 10 Jahren? Und damit ist ein negativer Einfluss auf Ihre Existenz gemeint, Ihre Familie, Ihre Arbeit. Die Frage wurde gestellt auf dem Weltwirtschaftsforum erst dieses Jahr, ist nicht lange her. Und auf den drei obersten Antworten, die also vor Risiken warnen, haben alle ökologische Risiken eine große Bedeutung, vor allem der Klimawandel. Das geht also über das, was ökonomisch vielleicht sich wandeln kann, was Leute gefährden kann, Menschen gefährden kann oder auch über ansteckende Krankheiten wie jetzt die Covid-Pandemie hinaus, von denen man mehr glaubt, dass sie eben nur zeitkurzfristig sind oder sich dann auch wieder positiv weiterentwickeln. Der Klimawandel ist wie eine Wand, auf die man zufährt. Und dementsprechend und auch so wie eben heute sich das Klima bereits verändert hat, wird sie als großes Risiko wahrgenommen unter den Menschen und unter den Unternehmen. Also wir wollen, wenn wir Nachhaltigkeit betrachten, vor allem erreichen, dass wir unseren Lebensstandard dauerhaft sichern können, möglichst verbessern und dass also die Zukunft sich gut und positiv anfühlt. Aber die Stabilität unseres Lebensraums, wenn man sich anguckt, was auf dem Planeten passiert, die sinkt seit Jahrzehnten. Das hat was mit unserer starken Nutzung der Ressourcen zu tun, mit der Erschöpfung von Ressourcen, mit Vermüllungen. Und es zeigt einfach, dass wir einen anderen Lebenswandel brauchen, ein anderes Konsum- und Produktionsstrukturen, als wir es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geleistet hatten. Gucken wir uns noch mal kurz auf das Thema Klimawandel, damit es einfach jedem klar ist. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, das sind natürliche Schwankungen. Das ist fast 1 Million Jahr Aufzeichnung der CO2-Atmosphäre, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und es zeigt am Schluss einen unglaublichen Peak. Das ist das, was also seit sehr kurzer Zeit erst passiert und ist unmittelbar verknüpft mit den fossilen Ressourcen, die wir in großem Maß verbrennen und das CO2, was also lange in der
Erde eingelagert war, jetzt frisch in die Atmosphäre mit dazukommt. Das hat noch einen weiteren Effekt, nämlich dass es eine starke Erwärmung gibt. Und hier sind mal die letzten 150, 170 Jahre gezeichnet. Und da sieht man auch einen sehr starken Ausbruch. Heute wird dieses Thema auch vor Zeithintergründen betrachtet. Also wir haben nicht mehr nur so, wir schauen uns das mal an, sondern wir setzen also Ziele, um den Einfluss dieser wachsenden Temperaturen, die sich überall negativ ausüben können, das muss ich gar nicht erläutern jetzt an dieser Stelle, die Ziele zeitlich sind 2030 und 2050 und 2030, wo viele Klimaziele festgelegt sind, sind wir bereits nur noch 8 Jahre entfernt. Es ist eindeutig so, dass man den Klimawandel zur obersten Priorität mittlerweile zählt in der Politik. Man handelt nicht immer danach. Man müsste noch sehr viel stringenter erneuerbare Energien und andere Maßnahmen fördern. Aber es ist völlig unumstritten, dass das heute unser Hauptthema für die nächsten Jahrzehnte sein wird. Und so kann man hier auch nicht von einem Trend sprechen, sondern das ist ein Zustand, der, wenn wir ihn nicht gelöst bekommen, uns auch massiv gefährden kann. In Davos vor den großen Wirtschaftsführern und Politikführern der Welt heißt es auch mittlerweile, wir müssen schnell handeln. Das heißt, hier der Vortrag, von diesem Vortrag geht auch ein gewisser Appell aus an die Spielwarenindustrie, an die Produktion, Hersteller und auch den Handel dieser Branche, dass wir etwas tun müssen. Es ist nicht so, dass es eine Option ist oder ein Trend. Hier ein Bild von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Planet in Gefahr. Wir Menschen greifen nach vielen Dingen, die wir brauchen für unsere eigene Existenz. Und wenn wir die Nachhaltigkeit nicht stärken in Zukunft und anders handeln, dann werden wir uns auch selbst eben gefährden. Also, ich will hier nicht noch länger auf diesem Thema liegen bleiben. Es kommen jetzt gleich viele Beispiele. Das Schöne am Thema Nachhaltigkeit ist, dass wir es selber in der Hand haben. Und hier ist es zum Beispiel so, dass also CEOs von sehr großen Unternehmen mittlerweile agieren. Sie haben sich Ziele gesetzt, sie haben sich Wandel selber auferlegt. In den nächsten 10 Jahren muss sehr viel passieren und das bedeutet vor allem, dass wir unser Kohlenstoffmanagement, das heißt die meisten Materialien sind eben aus Kohlenstoff aufgebaut, dass wir das ändern müssen in Richtung erneuerbarer Materialien und kreislauffähiger Materialien. Also wir haben 2 Möglichkeiten in Sachen Nachhaltigkeit. Das eine ist, wir können uns auf Energien konzentrieren. Das machen wir bereits im großen Maß. Das kennt jeder von Photovoltaikflächen, von Windenergie und Ähnlichem. Es geht aber auch natürlich um Einsparung und wir müssen weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Die andere Hälfte, knapp der Hälfte der Emissionen, die aus diesem Bereich kommen und den Planeten betreffen, sind aus der Materialkette, aus der Kette unserer Dienstleistungen, unserer Werkstoffe, Materialien und sind nicht unmittelbar mit Energie verknüpft. Und auch da gilt es dann eben einzusparen und Materialien aus erneuerbaren Werkstoffen herzustellen, auf die ich gleich noch etwas eingehe. Also, wenn Sie in Sachen Energie handeln wollen, das kann jedes Unternehmen, jeder Mensch kann das tun, heißt es, den Energieverbrauch festzustellen und ihn dann zu reduzieren. Das kann jeder, Einsparungsmöglichkeiten gibt es und eben auf erneuerbare Energien zu setzen. Das machen viele Firmen mittlerweile auch. Sie veröffentlichen ihre Berichte, ihre Umstellungen und das ist für jeden möglich. Also das ist einer der Wege, die offen steht für jeden und kann sofort geleistet werden. Im Bereich der erneuerbaren Materialien und da gilt es zu sagen, dass die Spielwarenindustrie eben eine sehr materiallastige Industrie ist. Wir haben das Spielzeug, ist meistens aus Kunststoff und wir haben viele andere Werkstoffe. Sie ist also sehr kunststoffintensiv, die Spielwarenindustrie. Da ist es nicht ganz so einfach und da ist ganz klar, wir können nach einigen Typen unterscheiden, zum Beispiel solche, die aus mineralischen Werkstoffen oder metallischen Werkstoffen sind. Auch die müssen gespart werden, aber die sind sehr langlebig und tragen nicht sofort und in großen Mengen zum CO2 bei. Vor allem können wir sie sehr gut langlebig
lange und dann auch wieder benutzbar gestalten und anwenden. Schwieriger wird es, wie gesagt, bei den Kunststoffen, deswegen will ich mich darauf etwas konzentrieren. Und wir haben in der Spielwarenindustrie ja schon seit langem einen Ökosektor, der vor allem aus Holz, Spielwaren, aber auch Pappe, Kork und Ähnliches besteht. Also, das sind die Materialien, die eine große Rolle spielen. Und ich will Ihnen nur mal bei den Kunststoffen nochmal sagen, also es gibt hier Projektionen, die sagen, weil wir unsere Energien nicht mehr aus fossilen Quellen benutzen, sondern eben in Zukunft Sonne und Wind und andere noch, werden wir uns hier wegbewegen vom Verbrauch fossiler Kohlenstoffe. Aber in den Materialien, da wird der Anteil relativ und auch absolut sehr stark steigen. Das heißt, wo heute nur 1% des CO2 aus den fossilen Kunststoffen aus Öl kommt, sind es in Zukunft dann 15%. Und jeder, der fossile Kunststoffe einsetzt, und die Spielwarenindustrie ist, wie gesagt, sehr stark dabei, muss sich klar werden, dass in Zukunft immer mehr auf diese Hersteller und auf diese Firmen gedeutet werden. Und es ist gut, frühzeitig sich auf alternative Materialien einzustellen. Also, was können wir tun? Ich will hier nicht groß in die Tiefe gehen. Bei den Materialien, wenn es um CO2 geht, misst man das Ganze mit Ökobilanzen. Man kann einen Kohlenstoff-Footprint messen. Das sind Kalkulationen, die Fachleute leisten können. Dazu muss ich wissen, welche Materialien brauche ich. Und es gibt hier ein paar Hinweise, zum Beispiel, dass ein Polyethylen, ist ein Massenkunststoff, PE abgekürzt, oder PP, weniger Energie verbraucht als andere Kunststoffe, wie zum Beispiel PVC oder ABS. Das heißt, hier könnte man schon ansetzen. Und auch ganz wichtig, eine Botschaft, die hier, denke ich, an alle hinausgeht, ist, gucken Sie, aus welchem Rohstoff Ihr Kunststoff hergestellt wurde. Da ist es eindeutig so, dass man, wenn man das aus erneuerbaren Kunststoffen herstellen kann, man sehr viel weniger CO2-Emissionen hat, als wenn der Kunststoff aus Öl oder Gas hergestellt wurde, und ganz schlecht ist Kohle. Also fragen Sie danach, weil der Unterschied zwischen einem, sag ich mal, guten Kunststoff und einem eher schlechteren, aus schlechteren Rohstoffen hergestellten Kunststoff, der ist Faktor 10. Sie emittieren statt 3 Tonnen auf einmal 15 oder 20 Tonnen, wenn Sie den falschen Kunststoff eingekauft haben. Und Sie haben genau den gleichen mit sehr viel weniger CO2-Abdruck, wenn Sie den richtigen gewählt haben. Also ansonsten können wir 3 Dinge tun. Wir können weniger gebrauchen, wir können kreislaufwirtschaftlich arbeiten oder mit erneuerbaren Kunststoffen arbeiten. Also ich will gar nicht hier nochmal groß zusammenfassen, aus Zeitgründen auch nicht. Aber eins ist wichtig, Ihnen muss klar sein, die Klimakatastrophe verdient diesen Namen gerecht. Es ist kein Klimawandel. Was ausgelöst werden wird, sind viele schwierige Dinge, die kommen werden. Und wir müssen agieren. Das hat die Politik eingeleitet. Die Firmen haben eingeleitet. Die privaten Menschen haben eingeleitet und tun sich auf diese Dinge heute stärker fokussieren. Und das können wir machen, indem wir vor allem weg von den fossilen Energieträgern und fossilen Materialien gehen. So, schauen wir uns mal an, was wir bei den Materialien machen können. Da gilt die Kreislaufwirtschaft als die allerwichtigste Lösung. Das heißt, wir haben heute, das habe ich jetzt hier nicht groß illustriert, auch große Probleme mit Abfällen in industrialisierten Staaten, weniger als in anderen. Aber die exportieren oft ihre Abfälle dahin, wo es weniger kostet und weniger Aufwand bedeutet. Und das Allerwichtigste ist also, dass wir in Zukunft unseren Abfall in Kontrolle behalten und auch aus diesem Abfall möglichst wieder Wertstoffe machen. Das ist das Prinzip von Kreislaufwirtschaft. Und am oberster Stelle steht hier, dass man überhaupt eine Wiederverwertbarkeit herstellen kann. Recyclingfähigkeit ist ein anderes Wort dafür. Und das zeige ich Ihnen gleich noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen in Zukunft statt immer wieder neuen Materialien rezyklierte Anteile aus bereits früher genutzten Materialien benutzen und auch da eben weg von fossilen Wirtschaften. So.
Das wird auch gemacht heute. Da gibt es zum Beispiel die Ellen MacArthur Foundation, bei denen viele Unternehmen sich Ziele setzen. Es ist ein globaler Zusammenschluss wie ein Verein, der sich mit diesen Zielen auseinandersetzt. Heute haben wir eine sogenannte lineare Wirtschaft. Das heißt, wir produzieren etwas, wir holen uns die Rohstoffe aus der Erde, wir produzieren was, schmeißen es weg und haben oft eben dann auch Probleme mit den Abfällen. Und in Zukunft, das sehen Sie hier, auch auf diesem Bereich, also der Kreislauf zu schließen. Das ist hier ein dünnes Ärmchen, was wir Kreislaufwirtschaft nehmen. Da gibt es große Verluste und nur ein kleiner Teil landet wieder als Ersatz für Neukunststoffe zum Beispiel hier. Und es geht noch viel zu viel verloren in der Umwelt. Daran anzusetzen, ist eins der wichtigsten Ziele. Und die neuen Kreislaufmodelle, die auch überall Eingang finden in die Gesetzgebung, in Europa, in Asien, in den USA, ist in allen Ländern mittlerweile so, heißt eben, wir müssen die Abfälle sammeln, wir müssen sie möglichst lange benutzen und möglichst effizient benutzen, anschließend sie sammeln und wiederverwerten in Kreisläufen, die wir beherrschen. Das kennen Sie bei Papier, bei Pappe funktioniert es schon sehr gut, bei Glas und bei Metallen ist es auch ziemlich gut. Bei Kunststoffen ist es sehr schwierig und unsere größte Aufgabe, weil wir eben sehr, sehr viele Kunststoffe benutzen. Und diese Kreislaufwirtschaft ist eine technologische Frage, aber eben auch eine Frage, wie ich das Produkt designe. Ich muss also mich mit dem Produktdesign auseinandersetzen, damit etwas überhaupt kreislauffähig ist. Und da wir bei der Kreislauffähigkeit immer mit Verlusten zu kämpfen haben, wir kriegen also nie 100% geschlossene Kreisläufe hin, ist es wichtig, dass wenn wir neue Materialien nachschießen, weil uns eben die Verluste dazu zwingen, dass diese dann entweder aus biobasierten oder eben aus erneuerbaren Rohstoffen sind. So, es ist hier schon vieles erklärt worden, deswegen lasse ich diese Zwischenbotschaft einfach mal als, kann man sich später anschauen nochmal, wenn man das Ganze sich betrachtet, weg und gehe weiter zum nächsten Block, zur biobasierten Ökonomie. Ich habe gerade gesagt, wir müssen nachschießen, wir müssen also mit erneuerbaren Rohstoffen arbeiten, weil wir die Dinge nicht perfekt im Kreislauf fahren können. Und dann gucken wir uns mal an, was damit gemeint ist. Also es gibt die Bioökonomie, die heute als Begriff ja nicht sehr bekannt ist, aber da dreht sich's vor allem um nachwachsende Rohstoffe und das sind agrarische Abfälle oder agrarische Produkte, das sind forstwirtschaftliche Produkte, die wir erzeugen können und jeder in der Spielwarenindustrie kennt Holz, aber wir können eben auch heute schon auf einem sehr technisch interessanten und auch wirklich anspruchsvollen Niveau Kunststoffe herstellen und andere Produkte. Und der große Vorteil dabei ist immer, dass die eben sehr viel weniger CO2-Emissionen aus Gasen. Hier ist ein Überblick dieser biobasierten Kunststoffe. Sie haben, das ist eine komplexe Grafik, will ich gar nicht groß erklären. Sie haben links, haben Sie alle schon mal gehört, die Massenkunststoffe, PET, PP, PE und so weiter, Polystyrol, Kunststoffe, die stark im Spielwarenbereich eingesetzt werden. Und rechts sehen Sie, gibt es überall bereits biobasierte Alternativen dazu und dann gibt es noch viele Spezialitäten. Das heißt, wir haben ein komplexes und auch sehr weitreichendes Portfolio von Produkten, die wir benutzen können und die wir hier auch einsetzen können in der Spielwarenindustrie. Und wir haben heute etwa 1-2%, das ist also so wie bei den erneuerbaren Energien nur geringer Anteil am Gesamtverbrauch, aber auch bei den erneuerbaren Energien, da liegt es heute vielleicht bei 20%. Das kann man sehr stark steigern, wenn man das will. Und ich will hier nicht vertieft drauf eingehen, das wäre zu komplex dann, aber Sie können davon ausgehen, dass Sie ungefähr die Hälfte der CO2-Emissionen sparen, wenn Sie biobasierte Kunststoffe einsetzen. Es kann sogar noch deutlich mehr sein und das ist schon ein wesentlicher Beitrag, um dann eben Klimaemissionen zu sparen. So, also in der Bioökonomie ist es wichtig, dass alle anderen Produktkategorien nicht vergessen werden, trotzdem sparsam benutzen. Wir brauchen verschiedene Materialien, die es auch schon gibt. Papier, Pappe, Kunststoffe kommen jetzt neu, darum kann man sich kümmern. Und die Biomasse muss man auch entsprechend nachhaltig erzeugen, damit nicht dort Schäden als Nebenprodukt entstehen, die wir nicht haben wollen. Es gibt hier, das will ich auch nicht vertieft erklären, aber es ist von Shell. Und Shell ist ein Unternehmen, was vor allem
für fossile Wirtschaft, für fossile Kraftstoffe und so weiter steht, einen Blick in die Zukunft, die nächsten 100 Jahre. Und da ist es ganz klar, die fossile Wirtschaft, die ist hier so gezeichnet mit dem grauen Bodenbelag, die hier sehr stark dominiert, wird also weniger werden, wird ersetzt werden durch andere Materialien, die vor allem eben aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus zirkulären Kreislaufmaterialien kommen. Also jetzt noch zum Gesetzgeber und zum Konsumenten. Das ist die, ich glaube, berühmteste Konsumentin und das berühmteste Kind der Welt, würde ich mal sagen. Mittlerweile ist es eine junge Dame, oder als sie angefangen hat, war es noch ein Kind, jetzt ist es sicherlich eine junge Dame. Und die treibt die ganze Welt und ihre ganzen Anführer vor sich her und hat die Kinder, das ist das Publikum, das ist die Zielgruppe, an die sich letztendlich auch die Spielwarenwirtschaft direkt richtet, eben dazu aufgebracht zu sagen, wir müssen etwas tun. Wir können nicht mehr warten. Wir wollen, dass ihr Anführer der Welt, Produzenten der Welt, euch um das Thema Klimawandel kümmert. Und sie hat die Jugendlichen und Kinder auf die Straße gebracht. Sie mobilisiert auch die Eltern. Und ich kann mir überhaupt nichts Besseres vorstellen, als die Spielwarenindustrie, die direkt ja diese Zielgruppe bedient, auch vorneweg zu marschieren und diese neue Zukunft, diese neue Generation zu unterstützen, die in Zukunft auch anders einkaufen wird und nicht mehr das Gleiche machen wird wie Leute, die so alt sind wie ich. So, in der Europäischen Union hat man also ganz klar Prioritäten auch. Das sind Umfragen, die hier bei den Jüngeren, 15 bis 35 Jahre sind die alt, gemacht hat. Und die sagen, Umweltschutz, Klimawandel oder Klimakatastrophe zurückdrängen, bekämpfen, ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Noch vor Erziehung, noch vor Ausbildung, noch vor Armut und Ähnlichem, weil das einfach eine existenzielle Bedrohung ist, die uns alle betrifft und die auf alle anderen Bereiche eben auch Einfluss haben wird. Die Europäische Union, auch andere Regionen in der Welt, andere Länder in der Welt reagiert und hat den europäischen Green Deal geschaffen. Das Ziel ist jetzt, klimaneutral bis 2050 zu sein. Und dazu gehören eben auch die Materialien, nicht nur die Energieträger, nicht nur erneuerbarer Strom aus Wind und Photovoltaik und Ähnlichem, sondern eben auch Materialien. Dazu gibt es auch einen Aktionsplan, der die Kreislaufwirtschaft betrifft. Und das fängt eben beim Design an, dass die Dinge lange benutzbar sind, wieder benutzbar sind, recyclingfähig sind, aber eben auch die Rohstoffe betrifft. Das, was ich Ihnen hier erzähle, ist also allgemeine Politikzielsetzung und nicht irgendwie meine persönliche Meinung. Ich gebe nur das wieder, so ähnlich wie die Greta Thunberg das macht, was also die Wissenschaftler sagen und was die Führer der Welt mittlerweile erkannt haben. Auch in China gibt es da unglaublich viele Handlungen. Sie haben also nicht nur dort inzwischen auch diejenigen, die am stärksten Photovoltaik und so weiter Anlagen bauen und auch dann der Welt zur Verfügung stellen. Sie hat auch den Emissionshandel eingesetzt als ein Instrument, um eben die CO2-Emissionen zu reduzieren, Stück für Stück. Und hier wieder nochmal ein kleines Stimmungsbild. Das ist die Zielsetzung, das sind die jungen Erwachsenen, die demnächst Kinder kriegen sollen, die dann wieder spielen sollen. Die haben Angst und die wollen, dass die Hersteller und der Handel zeigt, dass sie etwas verstanden haben, dass sie mittun und nicht einfach weitermachen, weil man es halt immer so gemacht hat. Das geht nicht mehr in Zukunft. Es muss etwas passieren. Angetrieben wird das Ganze von den Frauen. Ich setze sehr stark auf die Frauen da in der Zukunft. Ich hoffe, dass die Mütter und die Kinder sich hier engagieren und dass sie auswählen, auch beim Spielzeug, nachhaltigeres Spielzeug von anderen unterscheiden. Spielzeug ist ein tolles Thema. Das ist ein Bild, was schon ein bisschen älter ist. Es zeigt Abgeordnete des Europäischen Parlaments, wie sie also spielen und wie sie hier zeigen. Das ist ein österreichisches Spielzeug, ganz einfach.
einfach, ist mit biobasierten Kunststoffen und Holz hergestellt. Und mit Spielzeug kann man also auch ganz toll Politik machen. Weil welcher Politiker würde sich nicht gerne auch eben mit Kindern, mit Spielzeug zeigen, dass er etwas tut, damit wir in Sachen Nachhaltigkeit viel besser werden. Also die Botschaften aus dem Konsum sind, stellen Sie sich darauf ein, dass die Politik die Rahmenbedingungen ändern wird, dass Recycling und erneuerbare Energien und Rohstoffe an Bedeutung gewinnen werden. Setzen Sie es selber ein, bevor Sie dazu gezwungen werden. Das wird nämlich auch passieren. Es gibt gar keinen Weg außenrum. Es wird CO2-Steuern geben, es wird Instrumente geben, die eben Quoten und andere Zielsetzungen anbelangt. Das ist unvermeidlich aus der Politik heraus. Aber ich hoffe auch, dass der Konsument sich sehr stark hier einsetzt und dass er seine Wahlmöglichkeiten für die besseren Produkte benutzt. Also hier noch ein kleiner Überblick über das, was die Spielwarenindustrie ganz konkret tun kann. Wir haben Nachhaltigkeit als Trend in der Spielwarenindustrie. Ist er ähnlich wie in der Kunststoffindustrie noch klein? Wenn man sich umguckt, ich kenne die Produkte, ich habe viele gesehen auch in den letzten ein, zwei Jahren, seitdem ich auch für die Spielwarenindustrie arbeite, dann sieht man, ja, die meisten machen nichts und benutzen weiter ihre Standardkunststoffe und sie haben Produkte mit einem, ja, ich sag mal, fragwürdigen Design. Aber es gibt halt auch schon viele, viele tolle Beispiele von Unternehmen, die sagen, das bauen wir in unsere, heute sagt man, DNA ein und wir werden in Zukunft unser komplettes Portfolio danach ausrichten. Dass die Spielwarenmesse hier agiert und mit Toys Go Green so eine fantastische Veranstaltung macht, zeigt auch, dass es eben nicht nur Trend ist, sondern dass es einfach auch eine Notwendigkeit ist. Ich gehe davon aus, dass sich das noch häufig wiederholen wird, vielleicht dann nicht mehr unter einem Trendthema, sondern unter einem Standardthema. Wir werden hier in vielen Bereichen in der Spielwarenindustrie ständig jetzt auch Berichte darüber hören, über was die Unternehmen anders machen, was sie geändert haben. Ich möchte ein Unternehmen herausgreifen. Ich selber bin seit 30 Jahren dabei, aber ich spielte und spiele auch noch Lego schon seit 50 Jahren. Und dieses Unternehmen hat als erstes in dem Bereich, in dem ich arbeite, biobasierte Chemie und Kunststoffe, eine Roadmap, also ein Fahrplan, sich gesetzt auf eine 15-Jahre-Dimension hin. 2015 wurde das verkündet und hat gesagt, wir ersetzen alle nicht nachhaltigen Materialien in den Produkten, die wir herstellen, in den Bausteinen und auch in unserer gesamten Lieferkette, in Verpackungsbereichen und so weiter. Also das ist, finde ich, äußerst vorbildlich. Es hat mich extrem gefreut und mich dann im Ansatz auch eben viel stärker mit dem Thema Spielwaren beschäftigen lassen. Und ich habe dort viele fantastische Firmen kennengelernt, die gute Dinge tun, inklusive der Spielwarenmesse oder Verbänden. Also Lego ist, man muss es einfach so sagen, ein Vorbild. Lesen Sie das, was Lego für Zielsetzungen gemacht hat. Das fängt auch bei den Produkten an, die eben langlebig sind. Und Lego hat also eine ganze Reihe von Ideen, die man kopieren kann. Ich habe hier im Wesentlichen schon beschrieben, um was es geht. Ich möchte gar keine Werbung für das Unternehmen machen. Ich könnte hier viele andere zitieren, die auch gute Dinge tun. Aber es ist eben so bekannt und deswegen habe ich es mir jetzt erlaubt, das mal herauszustellen. Also Making Plastics from Biomass ist ein großes Thema, wird auch auf EU-Ebene mittlerweile gefördert. Es gibt Webseiten, die darüber informieren. Sie haben hier in der neuesten Ausgabe der Spielwarenmesse eine ganz fantastische Show, die wir jetzt online präsentieren, die hier Toys Go Green heißt und die in diese vier Kategorien, die ich Ihnen auch mehr oder weniger schon vorgestellt habe, also aus nachwachsenden Rohstoffen oder die eben inspiriert ist, wie biobasierte Kunststoffe aus Naturstoffen oder die Rezyklate und Recycling-Dinge einsetzen und sich mit Nachhaltigkeit beschaffen. Sie können sich das anschauen. Sie finden viele, viele tolle Beispiele auf der Webseite der Spielwarenmesse und es gibt auch eine Konferenz, das ist eher für die Profis, die sich mit Spielzeugdesign und Materialien und so weiter befassen. Die können zur Biotoy-Konferenz gehen, die veranstalte ich selber mit dem Bioplastics Magazine zusammen. Haben wir jetzt zwei Ausgaben gemacht, die nächste wird 2023 sein und da trifft sich die Kunststoffindustrie, die Lieferkette mit der Spielwarenwelt. Ist ein ganz tolles Format, wo man sehr viel lernt. So, ich fasse zusammen. Also, wir haben
eine enorm starke Veränderung und einen Druck auf die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir unseren Planeten als Haushalt, aus unser Haus, unsere Lebenswelt führen. Wir können nicht so weitermachen, wie wir es getan haben die ganzen Jahre. Wir müssen etwas ändern und wir können bei den Kindern anfangen, wir können bei den jungen Eltern anfangen, weil die haben auch die größten Befürchtungen, dass ihre Kinder eben nicht mehr so eine schöne Lebenswelt haben wie vorausgegangene Generationen, zumindest was intakte Natur und vorhandene Ressourcen und Ähnliches anbelangt. Jeder kann etwas tun. Sie können das Wissen zunächst stärken, sie können sich damit auseinandersetzen. Dann kann man neue Produkte herstellen, ich hatte es gesagt, aus nachwachsenden Rohstoffen, aus rezyklaten Kreislaufprodukten. Wir können Produkte machen, die langlebiger sind und die dann auch gut recyclingfähig sind, also wieder in Kreisläufe geführt werden. Das Ganze wird unterstützt werden durch den Politiker. Also sie bekommen CO2-Steuern in Zukunft, sie bekommen vielleicht sogar Importsteuern auf CO2-reiche Materialien. Gucken Sie sich an, welchen CO2-Fußabdruck Ihre Materialien haben. Das kann jeder lernen. Es ist nicht so kompliziert. Man muss nicht Chemiker sein dazu, um das zu verstehen. Es ist ziemlich einfach eigentlich. Und es gibt viele Dienstleister, die einem dabei helfen. Also die Spielwarenbranche hat unglaubliche Möglichkeiten. Sie ist direkt dran an dieser Zielgruppe, die heute sagt, wir müssen Dinge ändern. Sie kann es tun, indem sie ihnen andere Produkte bereitstellt und indem sie auch zeigt, dass sie verstanden hat, indem sie kommuniziert, dass sie verstanden hat, dass sie sich ganz vorne an die Bewegung stellen will, wo andere Produkte ökologisch besser, nachhaltiger, sozialverträglicher hergestellt werden. Dabei will ich es belassen. Ich freue mich, dass ich hier vortragen konnte und denke, Nachhaltigkeit für den kleinen Jungen, den Sie hier sehen, das ist keine Option, ist auch kein Trend. Das ist eine totale Notwendigkeit. Vielen Dank.